Manchmal wird man von Telefonnummern angerufen, die man so gar nicht zuordnen kann. Telefonnummern, die einem nicht bekannt vorkommen, und dann weiß man nie, wer dort am anderen Ende eigentlich mit einem spricht. Es kann ja zu simplen Verwechslungen kommen, dass jemand eine falsche Nummer gewählt hat und dergleichen. Doch es gibt auch Momente, wo am anderen Ende vielleicht ein Wesen ist. Eine Person, die man so nicht kennt oder die so auch nicht auf der Erde sein sollte. Über so einen mysteriösen und seltsamen Fall möchte ich heute einmal sprechen. Denn dies ist der Vorfall von Gary Sudbrink aus dem Jahr 1993. Gary Sudbrink war eine Person, die in Texas arbeitete, und zwar als Air Force Pilot, und eines Tages entschloss er sich in seiner freien Zeit zurück nach New York zu seiner Familie zu fliegen. Er wollte seiner Familie einen kurzen Besuch abstatten, doch bereits auf dem Flughafen passierte etwas, was er komisch fand. Denn während er auf seinen Flug wartete, kam auf einmal eine Person mit einem Klemmbrett zu ihm. Die Person fragte ihn die unterschiedlichsten Sachen, wie er heißt, wo er hin will und so weiter. Da Gary vermutete, dass diese Person nichts weiter wollte, als ihm irgendetwas zu verkaufen, ignorierte er alles, was die Person mit dem Klemmbrett sagte, und ging einfach von ihr wieder weg. Er ging dann, sobald es Zeit geworden war, in sein Flugzeug, doch während er dort saß, setzte sich eine neue Person mit Klemmbrett neben ihn und fragte ihn exakt die gleichen Sachen. Erneut wollte Gary nicht antworten auf diese ganzen persönlichen Fragen und sagte der Person, dass sie verschwinden soll. Doch die Person blieb so lange da, bis eine Stewardess kam und sie hinwies, dass eben dieser Platz nicht seiner gewesen ist und er jetzt auf seinen Platz gehen sollte. Dies war extrem merkwürdig, doch Gary wollte sich weiter nichts denken. Der Flug verlief normal und er kam zu Hause bei seiner Familie an. Gerade dort angekommen, entschied er sich, einen seiner früheren besten Freunde anzurufen und ihn zu überraschen mit seinem Telefonat, dass er eben jetzt in New York ist und sie sich auch mal treffen könnten. Er rief dann dort an, doch zu seiner Überraschung bemerkte er, dass sein Freund nicht verwundert gewesen ist. Er war nicht überrascht, dass Gary in New York war. Gary fragte sich, warum denn dies sei, und der Kumpel antwortete, dass Gary doch bereits am Vortag angerufen hatte, dass er vorbeikommt. Niemand wusste, dass Gary vorhatte, nach New York zu fliegen. Das Ticket war ein Last-Minute-Ticket, für das er sich entschieden hat, und er hatte niemandem davon erzählt. Nicht einmal seine Eltern wussten, dass er kommen würde. Also woher wusste sein Freund am Tag vorher, dass Gary vorbeikommt? Wer könnte ihm diese Information genannt haben? Gary war mehr als verwundert, doch seine ganzen Fragen sollten zumindest ein bisschen beantwortet werden, aber dafür bekam er noch so viel neue Fragen. Denn er bekam plötzlich, am gleichen Abend noch wie er ankam, einen Anruf. Bei seinen Eltern klingelte das Telefon und eine seltsame Stimme meldete sich. Diese Stimme klang robotisch, tief, nicht wirklich menschlich, und sie fragte Gary immer wieder die unterschiedlichsten Sachen. Immer wieder fragte die Stimme, ob Gary Sudbrick da sein sollte, wie lange er noch von Texas zurück sein wird und dass eine andere Stimme ihn nachahmt. Diesen Satz hört man immer wieder: Die andere Stimme ahmt dich nach. Ich habe für euch einmal dieses Telefonat zusammengeschnitten und habe euch auch die Übersetzung darunter geschrieben, damit ihr mal hören könnt, wie diese Stimme sich anhört und was genau das Gespräch war. Do you want to speak to him? Gary's son drank in there. Yeah, who's this? Steven, are you playing games with me or what? Huh? Steven, if you're playing games, I'm gonna kick your ass. So how long are you going to be back from Texas? Huh? You're being impersonated by the other voice. Yeah, this is you, Steve, you idiot. You're pissing me off. What was that again, sir? You're being impersonated by the other voice. Being impersonated by what voice? Hello? Yeah. Okay. I'll be coming back eventually, I can't tell you when. You should know that question, answer to the questions, because you seem to know more about me than I do.
Man sieht, dass Gary eindeutig hier verwundert ist. Er versteht nicht genau, wer ihn dort anruft. Er hat am Anfang noch die Vermutung, dass das vielleicht sein Bruder Steve sein könnte, der ihn einen Streich spielen will, weil Steven mittlerweile eigentlich die Information gehabt haben sollte, dass Gary bei seinen Eltern ist, dass Gary also in New York ist. Doch alles passt hier nicht zusammen. Die Person ruft außerhalb des Staates an, also ein Ort, wo sein Bruder eigentlich gar nicht sein könnte. Wer auch immer dort am Telefon ist, gehört nicht zu der Familie. Die Nummer ist unbekannt und er weiß überhaupt nicht, was los ist. Er versteht auch nicht, was die Nachricht, du wirst nachgeahmt, von dieser anderen Stimme bedeuten sollte. Er fragt selber, wer ahmt mich nach oder welche Stimme ahmt mich nach? Die Person am anderen Ende scheint irgendetwas über Gary zu wissen, was Gary selber nicht weiß. Irgendjemand scheint mit ihm irgendetwas vorzuhaben. Doch dieses Telefonat sollte nicht das einzige gewesen sein. Denn Gary überlegte zunächst noch mit seinen Eltern, was genau das bedeuten kann, ob es nicht doch sein Bruder gewesen ist, und dabei fiel ihm ein Vorfall von früher ein. 2 Jahre zuvor kam es dazu, dass Gary in New York Auto gefahren ist und plötzlich ein anderes Auto neben ihm fuhr. Er guckte rüber und sah am Lenkrad seinen Bruder, wie er seltsame Grimassen schnitt, damit Gary ihn anguckt. Und danach, nachdem Gary den Blickkontakt aufgebaut hatte, fuhr sein Bruder einfach davon. Gary dachte, dass sein Bruder ihm lediglich einen Streich spielen wollte, doch erfuhr dann später, dass sein Bruder überhaupt nicht in New York zu diesem Zeitpunkt gewesen ist und dass sein Bruder auch überhaupt gar kein Auto hatte, mit dem er gefahren sein könnte. All diese Sachen waren komisch, doch der ganze Tag sollte noch viel, viel komischer werden. Denn bereits kurze Zeit später kam es zum zweiten Anruf der komischen Stimme. Die Stimme telefonierte nun sowohl mit dem Vater, der Mutter als auch mit Gary, doch das Telefonat war weiterhin seltsam. Es wurden wieder über die unterschiedlichsten komischen Dinge geredet. Immer wieder fragte die Stimme, ob Gary da ist, ob er mittlerweile zurück ist aus Texas in den vergangenen 10 Minuten zwischen den beiden Telefonaten, und er sagte noch etwas Neues. Denn die Person am Telefon sprach davon, dass Gary zum Himmel gucken soll. Er soll sein Auge auf den Nachthimmel werfen, und zwar in der Nähe des Orions beim vollen Mond. Die Stimme sagte ihm also, dass er irgendwas im Himmel sehen kann. Ich habe für euch noch einmal diese Tonausschnitte zusammengeschnitten. What do you mean, who is this? You should know who it is. It's me, Gary. Okay, I'll be back. Excuse me? I can't hear too well. The full moon. Yeah, it is a full moon out. That's true. Near Orion. Near Orion. Diese Stimme weiß irgendetwas. Diese Stimme versucht, irgendwelche besonderen Informationen zu kommunizieren. Irgendetwas ist da draußen im Himmel und irgendetwas ahmt Gary nach. Diese ganzen Nachrichten sind extrem komisch und man kann bisher noch nicht wirklich etwas hineininterpretieren. Doch wir erfahren während des Telefonates, dass der Vater scheinbar irgendwann mal einen komischen Kontakt gehabt hatte. Denn in den Telefonaten, die wir bisher hatten, aber auch noch in dem kommenden, sagt der Vater, dass er selbst mit dem Onkel von Gary einmal etwas erlebt hatte. Und zwar hatte er mit dem Onkel von Gary das Erlebnis, ein UFO am Himmel gesehen zu haben. Hallo. I had a UFO experience in West Virginia, which you probably know, and I know that you're into an intergalactic person. Deswegen glaubt er auch, dass eben diese Person ein Wesen aus dem All ist. Gary selbst fragt diesen seltsamen Anrufer sogar an einer Stelle, ob er eine intergalaktische Person ist, also ob die Person am anderen Ende ein Außerirdischer ist. Eine Aussage, die vielleicht irgendwie zusammenpassen könnte mit der Nachricht, guck in den Nachthimmel, nahe beim Orion, beim vollen Mond. Spricht diese Person vielleicht in irgendeiner Art und Weise über Außerirdische oder über eine andere Existenz, die auf die Erde kommen will? Lange Zeit darüber nachzudenken hatte Gary nicht, denn bereits kurze Zeit später kam der dritte Anruf von dieser seltsamen Person und der vierte Anruf letztendlich spielte ein bisschen mit rein. Denn erneut meldete sich die Person und fragte wieder die gleichen Sachen. Sie fragte wieder auf unterschiedliche Arten, ist Gary da?
wann bist du da, wer spricht da, hallo, aber auch neue Sachen. Denn dieses Mal sprach die Stimme davon, dass sie kommen werden, um im Planeten zu sein. Dass also sie vorbeikommen werden auf diesem Planeten. All diese Nachrichten zusammen sollten nun Sinn ergeben, doch ich möchte euch natürlich auch noch das letzte Telefonat ausschnittshaft zeigen. Yes, this is me. To be within this planet. Say that again? Within this planet. Leave? We come. I'm staying right here. To be within this planet. Is this a joke or what? To many. To be contacted. Just the same. With you. Hey, let me tell you something. I've been listening to you. And I've had contacts with you. Das ist nun im Groben und Ganzen das Mysterium, was wir zu diesem Zeitpunkt haben. Denn Gary wurde hiernach nicht mehr von dieser mysteriösen Stimme angerufen. Doch wirkliche Infos gab es nicht. Gary sah beim Mond nahe des Orions keine seltsamen Dinge. Er sah kein Raumschiff oder dergleichen und es passierte danach auch nichts mehr. Doch was können diese Telefonate, was kann dieser Anruf denn bedeuten? Kann es tatsächlich sein, dass Gary Kontakt hatte mit einer Person, die außerhalb der Erde ist, also mit einem Außerirdischen? Oder ist das Ganze vielleicht nur ein Scherz gewesen? Doch warum sollte ihm jemand diesen Scherz spielen und den nie auflösen? Und wo ist überhaupt der Scherz an der ganzen Sache? Man merkt, dass Gary während der gesamten Telefonate keine Angst hat. Er geht recht entspannt an die Sache ran. Doch was können wir aus der ganzen Sache mitnehmen? Ich würde euch gerne eine logische Erklärung hier bieten. Würde euch gerne erklären, wo nun hier der logische Konsens ist, was das Ganze sein kann. Doch ich habe für euch diesmal wieder keine Erklärung. Dies ist ein Mysterium, das seit Jahren ungelöst ist. In den Foren im Internet sprechen viele davon, dass dies eben Kontakt mit Außerirdischen gewesen ist, dass diese Außerirdischen Gary nachgeahmt haben, dass sie eben Tests auf der Erde durchführen wollten und dass man sie an diesem Tag im Himmel hätte sehen können. Andere Leute sind der Meinung, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass Garys Vater schon mal ein UFO sah und dass eben diese Stimme am Telefon kein Außerirdischer war, sondern eine geheime Organisation, die eben Kontakt zu Gary aufnehmen will, beziehungsweise zu seinem Vater, um mehr Informationen zu erhalten. Dies sind alles wilde Spekulationen, doch klare Antworten gibt es nicht. Die einzig logische Antwort ist, dass es vielleicht ein Fake war, dass Gary das Ganze konstruiert hat, doch auch dort gibt es keine Beweise. Ich kann am Ende des Tages euch nicht sagen, was es mit diesen Telefonaten auf sich hat. Alles, was ich weiß, ist, dass sie gruselig sind, von seltsamen Dingen sprechen. Und wer weiß, vielleicht kommen diese Nachrichten ja tatsächlich von Lebewesen, die außerhalb unserer Erde existieren. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.